Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Zu Gast haben wir heute Marie-Sophie Pulvermacher, ehemalige Turnerin bei Olympia, hat mit 4 Jahren angefangen zu turnen, mit 8 Jahren im Leistungssport schon und hat jetzt mit 29 Jahren Medizin fertig studiert. Richtig? Und wir haben heute einige Fragen vorbereitet. Ich lege auch direkt mit der ersten Frage los. Einige von unseren Zuschauern fragen sich ja jetzt, okay, ich habe es schon erzählt, du warst bei Olympia, du hast Medizin studiert, du hast ja, während du bei Olympia warst, dein Abi noch abgeschlossen, sehr, sehr gut, deswegen konntest du dann Medizin studieren. Wie bringt man das alles unter einen Hut und wie schafft man das zu organisieren? Gut, das ist ja schon eine ausführliche Frage zum Beginn. Also grundsätzlich geht es immer darum, dass du dich strukturierst, dass du dir überlegst, wann setze ich wo welche Prioritäten. Ich glaube, das ist das A und O, dass man sich im Vorhinein überlegt, wie teile ich mir meine Zeit ein und wenn ich praktisch verschiedene Baustellen habe, okay, wann ist hier mein Schwerpunkt, wann ist hier mein Schwerpunkt. Und so, ich meine, am Ende ist es dann, das kann man sich im Großen überlegen, aber schlussendlich gilt es dann auch für jeden Tag. Also, dass man sich jeden Tag auch überlegt, okay, wie strukturiere ich das? Wann kann ich vielleicht auch eine kleine Pause für mich einbauen? Wann muss ich das auch einbauen? Und am Ende ist es total wichtig, die Ziele zu definieren. So, das ist ein Riesenthema an sich, aber ich glaube, wenn du die Ziele klar definiert hast, dann ergibt sich daraus auch der Weg dorthin. Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Bestandteile. Also zum einen das Zeitmanagement, die Priorisierung und aber halt auch die Ziele. Wissen wofür und so ist es am Ende möglich. Ja. Okay, also wenn ich das jetzt richtig raushöre, Ziele definieren, sich klare Vorstellungen machen, was man später erreichen möchte. Wie war das dann früher bei dir? Weil wenn man jetzt überlegt, okay, du hast den Leistungssport dann mit 8 angefangen, warst dann mit 17, 18 bei Olympia. Die normalen Jugendlichen, sage ich jetzt mal, die gehen auch ab und zu feiern, die unternehmen ab und zu was. Hattest du dann auch die Möglichkeit, das zu machen oder war das bei dir gar nicht drin? Naja, also mein Alltag sah schon ganz anders aus natürlich als bei anderen Jugendlichen. Und da war es nicht oft drin, irgendwie feiern zu gehen oder so. Aber ich meine, am Ende ist es so, ich habe schon immer von Olympischen Spielen geträumt. In Sportarten wie im Kunstturnen, da gibt es keine Bundesliga, die irgendwie jedes Wochenende stattfindet. Da sind Olympische Spiele alle 4 Jahre, das ist der Moment, in dem irgendwie die Aufmerksamkeit auf der Sportart liegt. Deshalb hat da so ein Großereignis einen ganz besonderen Stellenwert und das schwebt ein Stück weit auch über allem. Das bedeutet nicht, dass jeder, der mit 4 Jahren anfängt, unbedingt zu den Olympischen Spielen kommt, ganz im Gegenteil. Aber irgendwie für ganz viele Kinder, Mädchen, Jungs, die da anfangen, ist das halt der große Traum. Und ich weiß nicht, also von was träumen, von was begeistert sein, ja, das, ich meine, das treibt einen unheimlich an. Und dann ist weniger die Frage, kann ich das auch machen, verzichte ich darauf? Nee, es ist eher die Frage, ey, ich habe die Chance, das zu tun. Ich habe die Chance, da auch was zu erreichen. Und dann fällt die Entscheidung oft halt auch ganz leicht. Ja, dass man sagt, nee, ich gehe nicht zur Party, aber ich gehe morgen ins Training, weil am Samstag ist ein total wichtiger Wettkampf für mich und da will ich gut sein und das ist mir einfach wichtiger. Also auch da geht es darum, wie wichtig sind mir welche Dinge und wofür verwende ich meine Zeit. Also viel Disziplin an den Tag legen, viel planen und auch mal auf Sachen verzichten müssen, sind so die Konsequenzen, die es nach sich zieht, wenn man zu Olympia möchte, parallel sein Abi macht und dann noch eben mit dem Traum Ärztin zu werden. Spielt. Ja, schon. Ich finde, das mit der Disziplin ist immer so ein bisschen, das ist so ein komplexer Begriff und man verbindet da auch total so einen Drill damit oder einen Zwang, ich muss diszipliniert sein, ich muss mich quälen. Also ganz klar, es gibt immer die Tage, die sind irgendwie scheiße. Ja, also da zwickt es irgendwo, man hat keine Lust, man fühlt sich nicht so gut und so weiter. Völlig klar, ja. An den Tagen hilft dir irgendwie die Disziplin, die du dann auch, sag mal, geübt hast über einen längeren Zeitraum, dich da darüber hinwegzukommen. Aber an sich ist Disziplin finde ich, was total von innen auch kommt. Also wenn ich richtig begeistert bin von was, dann bringe ich die Disziplin ganz klar auf. Da muss ich mich nicht jeden Tag zwingen. Und umgekehrt ist es so, wenn ich über einen
längeren Zeitraum auch diszipliniert bin, ja, dann kann ich auch, es geht ja auch nicht immer um, es geht nicht um Alltags, um Eintagsfliegen, sondern um darum auch langfristig erfolgreich zu sein, ja, und da ist Disziplin schon, finde ich, unheimlich wichtig und das geht Hand in Hand, das glaube ich einfach, okay. Ja, also wenn du begeistert bist oder wenn du Freude hast an dem, was du tust. Also dein Ziel vor Augen haben und dann sagst du, okay, wenn du schon weißt, du willst quasi die Superversion von dir werden, die dann mal bei Olympia ist, dann fällt es dir auch leicht, diese einzelnen Abschnitte dahin zu gehen. Deswegen hast du ja auch gesagt, man muss das unterteilen und sich das Ziel vor Augen visualisieren oder wie auch immer man das macht, visuell oder eben auch auf anderen Wegen. Jetzt sagen wir unseren Zuschauern immer, sie sollen auf ihr Umfeld achten. So, es gibt ja den Spruch, zeig mir die 5 Menschen, mit denen du dich umgibst und ich zeig dir, wer du bist. Mhm. Also das Umfeld beeinflusst einen ja immer sehr stark. Hast du dein Umfeld mal wechseln müssen, beziehungsweise wie hat sich dein Umfeld von früher nach heute geändert? Hat sich das immer deinen Zielen angepasst oder hattest du schon immer so dein gleiches Umfeld? Also grundsätzlich im Sport hatte ich, also war mein Umfeld relativ klar, würde ich sagen, und das war auch über eine lange Zeit immer gleich. Als ich mit dem Sport aufgehört habe, war es schon so, dass ich gemerkt habe, okay, mein ganzes Umfeld ist mit diesem Sport verwoben, hat dort seine Position, ich habe da auch meine bestimmte Rolle und ich wollte da aber raus. Also für mich war dann irgendwann, war es so ein bisschen, ich hatte für mich auch tatsächlich so das Gefühl, dass ich für meine Möglichkeiten, also irgendwie, man muss ja auch ein bisschen gucken, was sind so meine Rahmenbedingungen, da konnte ich nicht mehr erreichen und das war dann für mich auch der Punkt zu sagen, okay, jetzt mache ich was Neues oder ich kann auch mehr, ich will auch mehr noch von meinem Leben als Turnen und da hat sich mein Umfeld schon drastisch verändert, natürlich, also weil auch viele Personen, die aus diesem sportlichen Umfeld waren, die sind dort geblieben und ich habe mich von dem abgewandt. Zurückgezogen. Und da hat sich das schon total verändert, klar, aber auch jetzt würde ich sagen, dass mein Umfeld relativ stabil ist, da kommen nicht viele Leute dazu oder gehen, so zumindest von den engsten Leuten. Und am Ende ist es, also das merke ich jetzt irgendwie mit einer kleinen Familie, aber auch im Leistungssport, das ist, natürlich ist das Umfeld, also ich, unheimlich wichtig, ich teile die Aussage schon. Also Kunstturnen ist eine Einzelsportart, das heißt am Ende stehe ich alleine da oben, aber das bedeutet überhaupt nicht, dass man nicht ganz viele Menschen um sich braucht. Also ein Team, wie im Grunde genommen wie in einer Teamsportart, die da auch jeden Tag irgendwie mitarbeiten. Du hast jetzt schon gesagt, mein Umfeld ist relativ statisch, also du lässt nicht viele rein und es ändert sich auch nicht mehr groß. Würdest du dann sagen, dass es quasi in jungen Jahren, auch schon in der Schule, extrem wichtig ist, sich das Umfeld zu schaffen, was man später erreichen möchte, beziehungsweise das einen dabei unterstützt, es zu erreichen? Oder würdest du sagen, okay, das kann auch mal passieren, dass sich das Umfeld komplett ändert und man kann es später auch noch in ein Umfeld kommen, das einen fördert. Weil es gibt ja Leute, die kommen eher in schlechtere Kreise rein, die haben dann auch einfach sozial viel schlechtere Chancen. Und es gibt dann Leute, die kommen in bessere Kreise rein, da ist die beste Freundin zum Beispiel eine Olympiateilnehmerin und man wird dadurch ja auch beeinflusst. Aber ist das in deinen Augen wichtig, dass man schon früh anfängt, sich mit dem richtigen Umfeld zu umgeben, damit man das erreicht, was man möchte? Schwierige Frage, kann ich jetzt irgendwie, muss ich kurz drüber nachdenken. Also grundsätzlich, ich glaube schon, also es gibt ja irgendwie unterschiedliche Umfelder. Ja? Also du hast irgendwie dein privates Umfeld, irgendwie deinen familiären Halt. Da würde ich schon sagen, das ist total wichtig, dass der in einer gewissen Weise stabil ist. Ja? Also dir auch als Person unabhängig von deiner beruflichen, deiner sportlichen Karriere und so weiter einen gewissen Halt gibt. Was das Umfeld oder das Netzwerk angeht, was dich in deiner beruflichen Ausbildung, in deiner, ich sag auch mal, in deiner Bildung als Mensch, ja, irgendwie voranbringt. Ich glaube, das kann natürlich schon variieren und am Ende geht es ja da auch ganz viel um Inspiration. Also wer inspiriert mich, was sind gerade die Themen, die mich umtreiben? Bin ich irgendwie auf der Suche nach einem Ziel? Bin ich eher, brauche ich eher Handwerkszeug? Was
was fehlt mir gerade oder wo suche ich Leute, die mir einen gewissen Input geben. Man darf halt, glaube ich, nicht verwechseln, also das am Ende bist du immer selber für dich verantwortlich. Man kann natürlich sein Umfeld, man sollte das nutzen, ja, da auch rausziehen, was einen voranbringt, aber am Ende sind wir selber für uns verantwortlich. Also ich muss den Schritt gehen, ich muss es machen. Sehr, sehr guter Satz, ja. Am Ende ist immer jeder für sich selber verantwortlich und kann unabhängig von seinem Umfeld trotzdem agieren und sich auch entscheiden, okay, wenn mein Umfeld nicht mitzieht, dann muss ich mich halt in gewisser Maßen da rausziehen und muss eben alleine schauen, dass ich vorankomme und meine Ziele erreiche. Jetzt haben wir die ganze Zeit von der Vergangenheit gesprochen, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen von der Zukunft. Du hast ja jetzt vorher mir erzählt, da haben wir noch nicht aufgenommen, du hast vor einer Woche dein Medizinstudium abgeschlossen, richtig? Ja. Wie geht es denn jetzt für dich weiter? Jetzt bist du 29, du warst bei Olympia, hast dein Medizinstudium abgeschlossen. Ja. Was machst du jetzt? Ja gut, noch? Ich meine, das Naheliegendste, also ich starte, sobald es geht, in meinen beruflichen Weg. Ehrlich gesagt wollte ich das auch schon. Ich bin wieder schwanger. Und habe deshalb gerade nicht die Möglichkeit zu arbeiten, einfach weil aufgrund der Covid-Pandemie die Schwangeren im Krankenhaus nicht arbeiten dürfen. Deshalb bin ich notgedrungen, so ein bisschen sitze ich zu Hause fest. Im April kommt mein zweites Kind auf die Welt, dann werde ich auch da erstmal noch ein bisschen Zeit zu Hause verbringen und dann geht es aber los. Und ich werde dann voraussichtlich eine Gynäkologin, also eine Frauenärztin. Okay. Ist das was, was man noch zusätzlich dann machen muss als Ausbildung? Oder? Genau, wir machen unsere, also jetzt bin ich Ärztin und ich werde dann meine Assistenzarztzeit beginnen. Die ist nochmal, also je nachdem, in welchem Umfang man arbeitet und welcher Facharzt es am Ende wird, ungefähr 5 Jahre. Und danach werde ich nochmal eine Facharztprüfung machen. Okay, Facharzt, ja stimmt, das muss man immer machen, um sich zu spezialisieren, richtig? Genau. Wenn jetzt einer hinter der Kamera sitzt, der jetzt gerade am Ende seiner Ausbildung ist oder am Ende vom Studium und sich denkt, okay, ich habe jetzt beispielsweise BWL studiert, bin ziemlich allgemein aufgestellt oder ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, aber die finde ich nicht so cool. Mein Umfeld, ja, die machen auch alle irgendwas, aber ich habe nicht so wirklich das Gefühl, dass ich mir daraus jetzt Inspiration ziehen kann. Was rätst du den ganzen Leuten? Weil bei dir ging es ja schon so gefühlt ganz klar, ich mache jetzt das, ich mache das und immer, du warst immer mit deinem Ziel einen Schritt voraus und du hast es so strukturiert und gut gemacht. Gibt es da so einen pauschalen Tipp oder mehrere Tipps, Nein, die du natürlich mitgeben nicht. Kannst? Natürlich gibt es keinen pauschalen Tipp. Ich glaube, am Ende ist es wichtig, dass man sich fragt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Ist beides wichtig? Also irgendwie. Ja, Stärken, Schwächen ausfinden. Dass ich mir überlege, wo will ich hin? Wo will ich hin, genau. Und da geht es natürlich, also ich meine, wenn es jetzt auch um Beruf geht, da geht es, was weiß ich, um finanzielle Aspekte, es geht um die Art zu arbeiten. Will ich eine gewisse Freiheit durch eine freiberufliche Tätigkeit haben? Will ich ein Angestelltenverhältnis? Was kann ich mir für die Zukunft auch vorstellen? Also für mich zum Beispiel ist es unheimlich wichtig, dass ich einen Beruf habe, in dem es immer noch, also obwohl ich dann am Ende praktisch in meinem Beruf gelandet bin, eine gewisse Möglichkeit der Weiterentwicklung gibt. Also ich fände die Vorstellung für mich schrecklich, wenn ich jetzt mit 35 in meinem Stuhl sitze und mit 75 oder mit 65 immer noch im gleichen Stuhl sitze, so ungefähr. Also, aber das, also da gibt es ja unterschiedliche Ansprüche an die Arbeit. Wie viel Zeit will ich damit verbringen? Für mich, das muss ich ehrlich sagen, ich hatte mir, als ich meine Berufswahl getroffen habe, habe ich mir nicht so explizit Gedanken darüber gemacht, wie wichtig ist Familie für mich oder wie koordiniere ich das. Ich meine, am Ende, wir kriegen das hin, aber also das erfordert schon ein großes Maß an Organisation mit einem Kind jetzt und bald zweien und den Berufen, die mein Partner und ich haben. Aber auch das sind, glaube ich, wichtige Aspekte, die man sich überlegen sollte. Und am Ende glaube ich schon auch, dass es legitim ist, Praktika zu machen, die Dinge wirklich anzuschauen. Ja, also weil am Ende kann man viele Sachen nicht beurteilen, dadurch, dass man was darüber liest, dass man sich das vorstellt. Ja, also man hat nicht von allem, glaube ich, eine Theorie, Vorstellung, wie es abläuft. Also ich glaube, es ist legitim zu sagen, ich nutze die Zeit, ich probiere Sachen aus und ich bewerte dann auch für mich,
ich sag mal, ehrlich, ist das jetzt das Richtige oder ist es das nicht? Muss ich vielleicht nochmal irgendwie weitersuchen oder nicht? Ich glaube, so eine Selbstreflexion ist da auch total wichtig. Also um nochmal quasi auf die zu sprechen zu kommen, die jetzt sich denken, okay, es gibt einfach so ein riesen Überangebot, ich kann alles machen, ich kann Kirchenorgelspiele studieren, ich kann BWL studieren, in alle Richtungen gefühlt gehen, das Internet eröffnet ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Sich mal konkret aufschreiben, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, auch was braucht der Markt überhaupt und wirklich durchgehen und sagen, hey, ich muss diese Sachen beachten, ich muss diese Sachen beachten, also ich möchte nicht mehr als 50 Stunden die Woche arbeiten, ich möchte mich weiterentwickeln können, wie du es jetzt gesagt hast in deinem Beruf, das mal aufschreiben, durchgehen und dann anhand von dem einen passenden Job finden. Ja. Okay. Ja, das ist auch ein guter Trick, um quasi dieses Wirrwarr, glaube ich, ein bisschen im Kopf zu lösen, was viele haben, wenn sie nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Ja, ja. Am Ende, wenn man jetzt, sag mal, überhaupt nicht weiterkommt, hilft es vielleicht auch einfach mal was anzufangen. Sowieso. Wir sagen immer machen. Einfach ausprobieren, machen, sich reinstürzen. Ja. Man kann ja eigentlich nichts. Also das sind immer so Sprüche. Mir gehen diese Sprüche selber auf die Nerven. Diese ganzen Sprüche, die sich manche noch an ihre Wohnzimmerwand hängen. Aber sie stimmen einfach so. Du kannst ja nicht scheitern, sondern entweder du machst halt nicht das, was du möchtest, oder du lernst daraus. Mhm. Beziehungsweise entweder du findest das, was du möchtest, oder du lernst daraus. Das ist aber auch so eine Mindset-Sache. Also das muss man halt auch einmal umstellen. Aber vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps, die du uns heute mitgegeben hast. Ich hoffe, einige konnten da was rausziehen. Ich persönlich habe sogar was rausziehen können. Mega, mega gut. Vielen, vielen Dank dir. Ja. Wir freuen uns, dich in Zukunft noch ein paar Mal sehen zu dürfen und wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg auf deiner ärztlichen Karrierelaufbahn. Danke.